Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schoki Banoki Daily. Deine tägliche Portion Angeberwissen. Ja. Das hier neben mir ist der Sascha und ich bin der Marc. Schön, dass du das gesagt hast, Marc. Ja. Wir haben heute den 19. August. Am 19. August haben wir auch ein Geburtstagskind und das ist John Deacon. Kennst du? John Deacon, wer kennt ihn nicht? Ja, der Bassist der legendären Band. Mir fällt gerade der Name nicht Queen. Ein. Das ist der Queen-Bassist. Ach so, echt? Ja, ja. Ah, okay. Der hat bei Queen gespielt. Okay. Ja, du hast keine Ahnung, merke ich gerade. Aber macht Queen kenne ich natürlich. Ja, Queen kennst du, aber du hättest jetzt nicht zusammengebracht. Der hat am 19. August Geburtstag. Wir sagen Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday. Ja. Am 19. August ist aber noch was passiert. Es gibt natürlich wesentlich wichtigere Sachen, auch die am 19. August passiert sind. Ja? 1963 tritt die Bundesrepublik Deutschland dem Kernwaffenstoppvertrag bei. Kernwaffenstopp. Ach so, okay. Mhm. Genau. Klar. Genau. Ja, das sehen wir. Hier sehen wir die Nationalflagge von Deutschland. Mit Bundesadler, glaube ich, ne? Genau. Ja. Ja, Deutschland. Die deutsche Nationalflagge, wer sie nicht kennt, hier sieht man sie. Ja. Ja. Und Kernwaffenstopp, das heißt also keine Atomwaffen. Keine Atomwaffen. Ja, genau. Ist ja keine schlechte Sache. Mhm. Ja. Und am 19. August 1999 ist ein Film in die Kinos gekommen, der sehr gespalten hat, die Menschheit. Ja, einmal. Findest du gar nicht gut? Doch. Wie? Ich finde alles gut. Von Star Wars? Ja. Ja, der Star Wars-Film Episode 1, die dunkle Bedrohung. Ja, damals haben sogar Fans gesagt, naja, nicht so gut. Aber aber du fandst gut. Ja, also es ist so im Nachhinein. Also natürlich ist man natürlich die Alten, die ja nicht die Alten sind, in der chronologischen Abfolge. Ja, ist schon klar. Aber man war halt diesen alten Style gewohnt. Ja? Ja. Diesen alten, wenn so ein Pott fliegt, dann haben die halt ein Kraftfeld erzeugt, indem die auf die Kameralinse Vaseline geschmiert haben. So. Ja? Da ist das Ganze so verschwommen. Ja, so haben die das gemacht. Haben. So haben die das tricktechnisch umgesetzt. Aha. Und jetzt ist natürlich alles mit Pre-Bearbeitung und natürlich in Computertechnik, also Post-Production, natürlich alles nachbearbeitet und alles clean und alles, ne? Aber trotzdem toll, meiner Meinung nach. Ich bin Fan. Ja, ich habe es auch alle gesehen und ich fand es ja auch in Ordnung. Ich kenne auch die ganz neuen. Super, kann man nichts sagen. Ist halt sehr kommerzialisiert, aber gut. Kann man gucken, nichts Schlimmes, aber teilweise auch nichts super Gutes. Die alten Filme, die sind richtig geil. Die alten Filme, Episode 4 bis 6. So, hätten wir das mal festgehalten jetzt hier. So, da habt das. Ja, und Episode 1 ist am 19. August 1999 rausgekommen. Darum geht es doch jetzt gerade. Ja, und wenn ihr das jetzt gut fandet und sagt, wir möchten gerne mal dem Video ein Like geben, macht mal Daumen hoch. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren und morgen wieder einschalten, wenn es heißt, am 20. August wieder Daily. Und schreibt mal unten rein, welche Filme euch so gefallen oder welche Episoden von Star Wars euch gefallen oder warum sie euch nicht gefallen. Würde mich auch mal interessieren. Ja. Bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi.